Wo sonst lebendiges Treiben herrscht, ist es heute leer. Der Gewürzbazar in Istanbul, ägyptischer Bazar genannt, ist eine Touristenattraktion. Doch diesen Sommer bleiben die Gäste aus. Die wenigen Besucher kommen zumeist aus dem arabischen Raum. Die Terroranschläge, der blutige Putschversuch, die schlechten Beziehungen zu Russland und die Spannungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union schrecken nicht nur die Urlauber ab. Die türkische Bevölkerung zeigt sich alarmiert und irritiert. Wir lieben Europa, wir lieben Amerika, wir lieben die ganzen Leute. Aber wenn die Leute gegen die Türken sind, dann sind die auch gegen denen. Die Türkei ist ein unsicheres Reiseziel geworden. Die Händler am Basar fürchten, dass sie den Laden dicht machen müssen. Jeder hat Angst. Was morgen passiert, weiß keiner. Meine größere Angst ist, dass keine Europäer in diesem ägyptischen Basar einkommen. Die haben Angst, in geschlossene Plätze reinzugehen, natürlich. Ne? Große Einkaufszentrum genauso, ja? Dass da explodiert, irgendeiner kommt und sich explodiert lässt. Ist ja ganz normal, die Ängste sind da, überall. Am 29. Juni reißen drei Selbstmordattentäter auf dem Flughafen Istanbul 45 Menschen mit in den Tod. An die 140 werden verletzt. Die Tat wird der Terrormiliz IS zugerechnet. Der IS ist in der Türkei sehr stark. Und er ist sehr stark, weil die Türkei die Organisation so lange geduldet hat. Fast alle ausländischen Kämpfer, und das sind bis zu 30.000 Mann seit 2011, sind in den letzten Jahren über die Türkei angereist. Und sie hatten vor Ort die Hilfe von türkischen Zellen. Und diese Logistikzellen in Istanbul, aber auch im Südosten des Landes, die werden in den letzten Monaten zum Teil umfunktioniert in Angriffszellen. Und seitdem hat die Türkei nun auch das Problem mit den ganz großen Anschlägen des IS auf eigenem Territorium. Der erste gezielte Anschlag auf Touristen ereignet sich am 12. Jänner 2016. Der Angreifer sprengt sich am Platz bei der Blauen Moschee in die Luft, mitten in einer deutschen Reisegruppe. 12 Urlauber werden getötet. Der Attentäter soll der Terrormiliz IS angehören. Nahe am Tatort treffen wir ein halbes Jahr später ein deutsch-türkisches Urlauberpaar. Die beiden lassen sich nicht abschrecken. Es kann überall passieren. Es passiert auch in Deutschland. Ja, es passiert auch in Europa. Und ich meine, wenn es uns treffen soll, kann es auch dort passieren. Wir merken natürlich, dass deutlich weniger Touristen da sind. Ich denke, das war auch das Ziel, das ist meine Meinung, Türkei etwas zu schwächen. Tourismus ist hier sehr stark und das merken wir hier, also insbesondere in Istanbul. Wir haben auch natürlich mit den Einheimischen hier kommuniziert. Und die sagen auch, also wenn der Osten nicht wäre, dann hätten sie dieses Jahr wahrscheinlich keine Touristen. Die Türkei erlebt den stärksten Tourismuseinbruch seit 20 Jahren. Dennoch steht die türkische Wirtschaft gut da. Der Internationale Währungsfonds konstatiert ein robustes Wachstum und gute Prognosen. Die Eröffnung der imposanten dritten Bosporusbrücke im August 2016 symbolisiert diese Wirtschaftskraft. Seit Recep Tayyip Erdogan 2003 zunächst Premierminister und dann Präsident wurde, wuchs die türkische Wirtschaft im Schnitt um 4,8% jährlich. Jedes Jahr wurde 1 Million neue Jobs geschaffen. Während dieses Aufwärtstrends hat es junge Europäer, viele von ihnen türkischer Abstammung, in die Türkei gezogen, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Angesichts der Milliardenverluste im Fremdenverkehr und der politischen Instabilität ziehen nun viele eine Rückkehr nach Europa in Erwägung. So auch die Familie Vacek. Er ist Österreicher, sie Türkin. Wir wollen schon gerne hier bleiben. Also wir haben schon so geplant, dass wir sagen, für die nächsten paar Jahre, vielleicht 3 bis 5 Jahre, sind wir hier, wenn es die Situation zulässt. Für uns ist es so, wir haben den Vorteil, dass ich ja Österreicher bin und meine Frau, da sie auch in Italien eine Zeit lang gearbeitet hat, kann sie auch relativ leicht das Land verlassen. Einige ihrer Freunde sind schon weggezogen. Sie haben Angst vor Terror.
Andererseits habe ich auch Angst vor der künftigen politischen Entwicklung. Ich weiß nicht, wie es in der Türkei weitergeht, weil die Regierung Entscheidungen trifft, die in eine Richtung gehen, die wir nicht teilen. In Richtung Religion. Davor habe ich Angst. Viele befürchten, dass Präsident Erdogan den Staat islamisiert. Selten zuvor erlebt die Türkei eine derart aufgeheizte Stimmung wie jetzt nach dem Putschversuch. Am 15. Juli dieses Jahres wollten Teile des Militärs die gewählte Regierung gewaltsam stürzen. Erdogan mobilisierte die Bevölkerung und rief auf, für die Demokratie auf die Straße zu gehen und die Panzer aufzuhalten. Der Putsch wurde abgewehrt. Für Erdogans Anhänger ist das nicht nur der Sieg der Demokratie, sondern Ausdruck der eigenen Macht und Stärke. Vom Westen fühlen sie sich im Stich gelassen und werfen Europa und den USA mangelnde Unterstützung der demokratisch gewählten türkischen Regierung vor. Da haben es die Amerikaner und die Europäer aus meiner Sicht auch ein wenig an der nötigen Solidarität fehlen lassen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie die Türkei in den letzten Jahren und die autokratischen Tendenzen, vor allem des Präsidenten Erdogan, so ungeheuer kritisch gesehen haben. Ich denke, dass viele in den USA und Europa vielleicht auch klammheimlich gedacht haben, mit dem Militär haben wir doch eigentlich immer besser zusammengearbeitet als mit den Reformislamisten der AK-Partei. Beim Putschversuch sterben 265 Menschen, mehr als 1400 werden verletzt. Unter den Soldaten der Putschisten sind viele einfache Präsenzdiener, die offenbar auf Befehl gehandelt haben. Erdogan ruft den Ausnahmezustand aus. Wir besuchen die Familie eines gefallenen Präsenzdieners. Er hatte nur noch 30 Tage bis zum Ende seines Dienstes. Am 15. Juli rief er seine Familie an, er sei zu einer Militärübung gerufen worden. Wenig später ist er tot, durchsiebt von 20 Schüssen. Die Familie ist überzeugt, dass er nichts von einem Staatsstreich wusste. Er war kein Putschist. Unsere einzige Schuld als Familie ist es, 20 Jahre lang einen Sohn aufzuziehen, um ihn dann zum Militär zu schicken. Das ist unsere einzige Schuld. Es war eine Inszenierung, ein Kampf der Giganten, bei dem nur die Kleinen draufgegangen sind. 1,5 Monate nach dem Putschversuch, am 30. August, dem türkischen Nationalfeiertag, feiern die Kemalisten den Tag der Befreiung von fremder Herrschaft. Sie würdigen Staatsgründer Kemal Atatürk, der die Türkei zu einem westlich orientierten, säkularen Nationalstaat gemacht hat. Die Stimmung ist bedrückt. Die Kemalisten spüren, dass das Land aus den Fugen gerät. Ich bin gegenüber den jüngsten Ereignissen misstrauisch. Ich glaube, der Putschversuch war nicht echt. Ich glaube, das war wie ein Theaterstück, eine Inszenierung. So sehe ich das. Ich glaube, das war gespielt. Jeder hat Angst, Sie auch? Ja, ich habe Angst vor der Zukunft des Landes. Viele misstrauen der offiziellen Version, dass Fethullah Gülen, früher Verbündeter, jetzt Erzrivale von Präsident Erdogan, hinter dem Putschversuch steckt. Der 75-jährige Islamprediger, der im selbstgewählten Exil im US-Bundesstaat Pennsylvania lebt, streitet jede Beteiligung ab. Die Türkei verlangt seine Auslieferung. Er wird beschuldigt, eine bewaffnete terroristische Vereinigung zum Sturz der Regierung gebildet zu haben. Auch Spionage und illegale Abhörmaßnahmen gegen zahlreiche Politiker, Journalisten und Unternehmer werden ihm vorgeworfen. Die Gülen-Bewegung hat in der Türkei und in anderen Ländern tatsächlich ein Netzwerk aus zahlreichen Institutionen errichtet. Schulen, Verlage und zahlreiche Einrichtungen auch in Österreich und Deutschland, dem Land Europas mit dem höchsten Anteil an türkischen Migranten. Kenan Kolat war lange Zeit Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland.
Er sieht in der Gülen-Bewegung eine Gefahr. Diese Bewegung ist eine türkisch-islamistische Scientology. Und die muss man sehr ernst nehmen, auch in Europa sehr ernst nehmen. Wobei wir in Europa darüber anders diskutieren. Wir sprechen sehr viel über Bildungsangebote dieser Organisation, aber dahinter steckt sehr viel anderes. Und das muss auch Europa irgendwann, hoffe ich, mal sehen. ORF-Reporter Christian Schüller war Korrespondent in der Türkei zu einer Zeit, als Gülen und Erdogan noch an einem Strang zogen, im Sinne einer Islamisierung des Landes. Schüller konnte beobachten, wie aus den beiden Verbündeten Erzfeinde wurden. Es gab ja seit 2012 einen offenen Machtkampf zwischen Erdogan und der Gülen-Gruppe. Schon damals hat Erdogan die Gülen-Leute begonnen, als Terroristen darzustellen, als Parallelorganisation, als Parallelstaat. Ja, wir haben seit vielen Jahren immer wieder versucht, über die Gülen-Bewegung zu berichten und über ihren Einfluss. Aber es ist schwer gewesen, das Ausmaß von diesem Einfluss darzustellen. Wir haben immer wieder den Satz gesagt, die Gülen-Bewegung beherrscht die Polizei und die Justiz. Aber was das bedeutet und welche Auswirkungen das hat, merkt man erst jetzt, wo Tausende von Richtern und Staatsanwälten entlassen werden. Jetzt sieht man, dass fast alle wichtigen Ministerien von Gülen-Leuten kontrolliert waren. Zur Infiltrierung des Staates durch das Gülen-Netzwerk konsultieren wir den Soziologen und Kolumnisten Etienne Maçupyan. Er ist Türke armenischer Abstammung und steht der Erdogan-Partei AKP sehr nahe. 2015 war er Chefberater des Ex-Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu. Über die Infiltrierung der Polizei haben wir genaue Zahlen, da es sich um eine öffentliche, transparente Institution handelt. 70% der Polizisten waren Gülenisten. Das heißt, sie waren dabei, sie waren pro Gülen und sie waren Sympathisanten von Gülen. Die Organisation hat sich in 140 Ländern etabliert. Die CIA weiß Bescheid, zumindest weiß es das FBI. Und natürlich sind auch die Regierungen in Europa darüber informiert. Das ist klar. Es muss auffallen, wenn eine Gruppe von Menschen aus einem Land wie der Türkei, das nach wie vor ein Entwicklungsland ist, sich in so vielen Ländern niederlässt und Schulen und andere Institutionen gründet. Das ist ein seltsames Phänomen. In so many countries with schools and so on. It's a strange phenomenon. So we cannot say, also können wir nicht behaupten, dass niemand davon gewusst hat. Aber die Öffentlichkeit wusste nichts, weil die westlichen Medien nicht darüber informiert haben. Sie haben nicht die richtigen Fragen gestellt. Wie kann das sein? In der Zeit, als Erdogan und Gülen Verbündete waren, war es schwierig für türkische Medien, kritisch über das Netzwerk des Predigers zu berichten. Der Journalist Nedim Sena ist eine Ikone des investigativen Journalismus, vielfach ausgezeichnet im In- und Ausland. Als Sena 2011 das Gülen-kritische Buch »Die Armee des Imams« verfasst, wird er zu einem Jahr Haft verurteilt. Das Gülen-Netzwerk agiert im Einklang mit dem amerikanischen Geheimdienst. Gülens Projekte und Geschäfte werden im Auftrag des US-Geheimdienstes und im beidseitigen Interesse abgewickelt. So war es auch beim Putschversuch des 15. Juli. Der amerikanische Geheimdienst hat von Gülen profitiert. Daher werden die USA den Kopf der Organisation nicht ausliefern und nicht verraten. Er ist ein Mittel zum Zweck. Das, was Sie sagen, ist eine sehr große Anschuldigung. Gibt es Beweise dafür? Gülen hat 2005, 2006 um eine Niederlassungsbewilligung in Amerika angesucht. Und die Empfehlungsschreiben von zwei CIA-Agenten waren dafür ausschlaggebend. Gülen hatte ein enges Verhältnis mit dem Chef der in der Türkei ansässigen CIA, noch bevor er die Türkei verlassen hat. Graham Fuller heißt er. Das klingt wie ein Agenten-Thriller im geheimnisvollen Istanbul. Ist der Drahtzieher des Putschversuches tatsächlich der Prediger Gülen? Warum ist es so schwer, auch nach dem Putsch darüber zu berichten? Wenn man zum Beispiel der Frage nachgehen will, ob die Leute, die jetzt entlassen wurden oder verhaftet wurden, wirklich zur Gülen-Gruppe gehören, dann ist schon das schwierig, weil auch die Bekannten von den Verhafteten
Angst haben, Nachforschungen anzustellen, überhaupt Angst haben zu fragen, wo die Leute jetzt stecken. Fatih Demirtas ist eine Ausnahme. Der Textilhändler hat sich getraut, nach seinem Bruder zu fragen. 10 Tage und die Hilfe einer Menschenrechtsorganisation braucht es, bis er erfährt, was mit seinem Bruder passiert ist. Der Lehrer wurde am Tag nach dem Putsch verhaftet. Erdogans Leute werfen ihm vor, ein Verschwörer und im Gülen-Netzwerk verwickelt zu sein. Fatih Demirtas glaubt das nicht. Wenn du jemanden nicht magst oder wenn du jemandem Geld schuldest, brauchst du ihn jetzt nur bei der Polizei zu denunzieren und zu sagen, dass er zum Netzwerk Gülens gehört. Dafür braucht man keinen Beweis. Meiner Ansicht nach ist das eine regelrechte Hexenjagd. Unter Erdogan blüht das Denunziantentum. Eine Repressionswelle rollt an. Mehr als 40.000 Menschen werden festgenommen und 80.000 Beamte aus dem Staatsdienst entlassen. Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Armeeoffiziere, Generäle. Die Säuberungswelle erreicht auch die Medienwelt. Gegen Dutzende Journalisten werden Haftbefehle erlassen. Man wirft ihnen vor, mit den Putschisten unter einer Decke zu stecken. Unter dem Vorwand, die Nation vor Staatsverrätern zu schützen, werden Gülen-Sympathisanten, kritische Intellektuelle und auch viele Kurden, die gar nichts mit Gülen zu tun haben, verhaftet. Die kurdische Zeitung Özgür Gündem wurde geschlossen, alle 22 Journalisten vorübergehend festgenommen. Die meisten sind mittlerweile wieder frei und arbeiten weiter. Die Redaktionsräume sind für sie gesperrt. Deswegen treffen sich diese beiden Journalistinnen in einem Café. Die kurdische Wirtin hat Verständnis. Günay Aksoy will mit uns sprechen. Sie steht noch unter Schock. Die Verhaftung war brutal, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Einer der Polizisten, ich glaube, das war der Chef, hat auf den Tisch geschlagen und gesagt, Sie werden schon die Stärke des Türken kennenlernen, die Stärke des Staats. Wir werden euch zeigen, wer wir sind. Wir werden euch nicht überleben lassen. Sie haben uns sexuell belästigt, als wir dann in Haft waren. Sie berührten uns an den Haaren und am Gesicht und machten klare, obszöne Andeutungen. Günay Aksoy zeigt uns das Haus, in dem die Redaktion der Zeitung war. Nach polizeilichen Anweisungen darf sie nicht einmal diese Straße betreten. Deswegen bleibt sie hinter unserem Kameramann in Deckung. Doch dann ändert sie ihre Meinung. Sie setzt sich demonstrativ vor das Gebäude. Sie will zeigen, dass sie sich nicht einschüchtern lässt. Wir werden auf Schritt und Tritt beobachtet. Sie stehen mit ihren weißen Autos vor unserem Haus. Wenn sie auf den Knopf drücken, werden wir sofort abgeholt. Das wissen wir sehr genau. Hurşit Külter, ein kurdischer Lokalpolitiker, wurde Anfang Mai festgenommen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Sein Fall reiht sich ein in die Liste der verschwundenen Kurden der 80er und 90er Jahre. Die Rechtsanwältin Erin Keskin, prominente Menschenrechtsaktivistin, unterstützt die sogenannten Samstagsmütter und Väter, die seit 2 Jahrzehnten hier für Gerechtigkeit demonstrieren. Nach dem jüngsten Putsch wurde gegen Keskin ein Haftbefehl erlassen. Als meine Wohnung durchsucht wurde, war ich nicht zu Hause. Ich habe mich dann selber bei der Staatsanwaltschaft gestellt und sie haben mich auf freien Fuß gelassen. Aber sie wollten mich eigentlich verhaften. Mit meiner Verhaftung wollen sie Angst verbreiten und sie haben damit Erfolg. Der Kurdenkonflikt in der Türkei hat seit 1984 an die 40.000 Menschenleben gekostet. Nach dem Abbruch des Waffenstillstands 2015 verüben die kurdische PKK und ihre Splittergruppe TAK zahlreiche Anschläge gegen die türkischen Streitkräfte. Wie am 17. Februar in Ankara. 29 Menschen, unter ihnen viele Zivilisten, sterben.
Man muss das Ausmaß der Probleme der Kurdengebiete erst einmal begreifen. Die meisten Kurden leben in Kurdistan, ein zersplittertes Territorium zwischen Türkei, Iran, Irak und Syrien. All diese Staaten haben in der Auseinandersetzung mit den Kurden Gewalt angewendet. Die PKK ist als Folge dieser Gewalt als bewaffnete Organisation entstanden. Wir Menschenrechtsaktivisten sind aber der Meinung, dass die Probleme der Kurden friedlich gelöst werden müssen. Die kurdische Minderheit wird dennoch von den türkischen Behörden pauschal verdächtigt, PKK-Anhänger zu sein. Für Präsident Erdogan ist die PKK eine gefährliche Terrororganisation. Er geht härter gegen sie vor als gegen die Terrormiliz IS, klagen die Kurden. Erdogan behandelt die islamistische IS-Miliz ganz anders als die kurdische PKK. Die Mitglieder des IS können sich in der Türkei frei bewegen. Obwohl die IS-Miliz für die blutigsten Anschläge der letzten Zeit in der Türkei verantwortlich ist, werden die IS-Kämpfer gut behandelt. Gegen sie werden keine Haftbefehle ausgestellt. Sie werden nicht einmal angeklagt. Sie werden auf keine Weise bestraft. In der Türkei leben fast 80 Millionen Menschen. Jeder vierte ist Kurde. Als ethnische Minderheit anerkannt werden die Kurden nicht. Sie kämpfen für Selbstbestimmung, viele für einen eigenen Staat. Das historische Siedlungsgebiet der Kurden erstreckt sich vom Iran über den Irak, Syrien und die Türkei und ist so groß wie Deutschland. Angesichts der militärischen Erfolge der Kurdeneinheiten in Syrien befürchtet die Türkei die Bildung eines kurdischen Gürtels an der südlichen Grenze und ein Erstarken der Kurden im eigenen Land. Letzten Endes geht es der Türkei vor allem darum, ihr wichtigstes Ziel in Syrien zu erreichen. Das wichtigste Ziel ist die Eindämmung der kurdischen Milizen dort, weil Ankara korrekterweise der Ansicht ist, dass die ein Teil der türkischen PKK sind. Und Ankara möchte im Moment vor allem verhindern, dass die syrischen Kurden, sprich die syrische PKK, ein einheitliches, zusammenhängendes Territorium erobern, von der irakischen Grenze bis in den syrischen Nordwesten. Deswegen greift sie ein. Die türkische Regierung ist aufgrund der Entwicklungen bei den Kurden im syrischen Kriegsgebiet höchst beunruhigt. Deswegen habe ich Angst vor einer Ausweitung des Bürgerkriegs zwischen Kurden und Türken auf dem türkischen Territorium. Die Menschen flüchten aus Syrien vor Bomben und Verfolgung und verzweifeln am Drahtzaun. Die Türkei ist bemüht, die 900 Kilometer lange Grenze zum Nachbarland zu sperren. 3 Millionen syrische Flüchtlinge sind in der Türkei. Nur 10% von ihnen sind in den 25 staatlich organisierten Lagern nahe der Grenze untergebracht. Die anderen leben in Dörfern und Städten, bei Verwandten oder in Mietwohnungen. Sie arbeiten und sind auf sich selbst gestellt. Der Soziologe Etienne Marchupian betrachtet die syrischen Flüchtlinge auch als treibende Wirtschaftskraft. Dieses Jahr hat die Türkei, wenn ich mich nicht irre, 800 neue Genehmigungen für die Eröffnung von Geschäften und diversen Firmen erteilt. 800 neue Unternehmen, die von syrischen Flüchtlingen in der Türkei gegründet wurden. Wir haben aber das Problem, dass an die 15% der 3 Millionen Flüchtlinge keinen registrierten Aufenthaltsort haben. Wir wissen nicht, wo sie sind. Sie sind in der Türkei. Aber wir wissen nicht, was sie tun, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie haben aber keine Probleme mit der Polizei. In den Zeitungen steht nichts über Kriminalität im Zusammenhang mit den Flüchtlingen. Nicht nur in Deutschland mehren sich die Zweifel am Flüchtlingspakt mit der Türkei. Kein Politiker in Europa will sich ausmalen, was passiert, wenn die Türkei wieder tausende Flüchtlinge weitgehend ungehindert nach Griechenland ziehen lässt. Immer wieder droht die Türkei, das Abkommen mit der EU aufzukündigen, wenn türkische Bürger nicht bald ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen dürfen. Die Visafreiheit zählt neben Milliardenhilfen zu den Zugeständnissen, die die EU der Türkei gemacht hat. Annähernd 3 Millionen Flüchtlinge in der Türkei sind das Druckmittel der türkischen Regierung. Erdogan wirft der EU vor, dass von der versprochenen Milliardenhilfe bisher lediglich ein Bruchteil überwiesen sei.
Ich war schon überrascht, als ich aus Ankara heraus manche Drohungen gehört habe. Man könnte mit Flüchtlingen Europa erpressen. Und da muss die Botschaft an Ankara klar sein, Europa lässt sich nicht erpressen. Wir sind der deutlich größere Partner. Die Türkei braucht uns vor allem aus ökonomischer Sicht heraus, um dort für die jungen Leute in der Türkei Arbeitsplätze zu schaffen. Mehr als wir die Türkei brauchen. Und deswegen Partnerschaft ja, aber Drohungen sollte man unterlassen. Die gegenseitigen Vorwürfe zwischen der EU und Ankara im Anschluss an den Putschversuch sind mittlerweile einer pragmatischen Haltung gewichen. Die Weichen sind auf Wiederannäherung gestellt. Doch der Balanceakt mit dem schwierigen Partner geht weiter. Denn die Türkei hält fest an ihren EU-Plänen. Beitritt bis 2023. Nicht alle EU-Politiker zeigen sich konziliant gegenüber diesem Vorhaben. Die Meinungen gehen stark auseinander. Die Türkei ist und bleibt ein wichtiger Partner für uns, aber sie kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Das würde uns überfordern, uns Europäer, und das würde auch die Türkei überfordern. Also die Aufforderung, jegliche Verhandlungen mit der Türkei zu beenden, vielleicht sogar die Beziehungen abzubrechen, sind natürlich nicht ernst zu nehmen. Die Türkei ist und bleibt ein Mitglied der NATO. Die Türkei ist auch weiterhin ein EU-Beitrittskandidat, auch wenn das nicht so realistisch sein sollte. Und deswegen hat die Türkei immer auch in Maßen Anspruch auf unsere Solidarität. Das kann nicht sein, dass man der Türkei einfach jetzt sagt, ja, wir führen keine Verhandlungen mehr. Das geht nicht. Also das wäre sozusagen die Unterstützung der autoritären Kräfte in der Türkei. Und die Europa würde mit dem Abbruch der Verhandlungen eine undemokratische Türkei unterstützen. Die wäre noch viel gefährlicher als jetzt. Wir haben hier in der Türkei ein totalitäres Regime. Um diesen militärischen Totalitarismus aufzubrechen, wäre es wichtig, der Europäischen Union beizutreten. Wir tun, was wir wollen. Und wir sind auch ein muslimisches Landstaat. Darum wollte Europa uns nicht. Aber kein Problem, wir wollen denen auch nicht. Es gibt sehr viele Leute, die noch immer relativ nach westlich ausgerichtet sind. Obwohl natürlich viele sehr religiös sind. Und ich finde, es wäre absolut schade für die Türkei und für Europa, wenn man das jetzt einfach abbricht. Wenn Europa wirklich für Meinungsfreiheit steht, warum unterstützt uns Europa in dieser Hinsicht nicht? Das verstehen wir nicht.